nicht, wie Sie dieses Jahr Weihnachten feiern, liebe Zuschauer. Ich vermute mal im heimischen Wohnzimmer. Meine nächsten Gäste, die sind so viel unterwegs, die verbringen sogar manchmal Weihnachten im Wohnmobil. Schauen Sie mal, so sieht das dann aus. Da kommt der Weihnachtsmann durch die Windschutzscheibe statt durch den Kamin. Ist doch ganz egal. Hauptsache, die Familie ist zusammen und es ist gemütlich. Vor 10 Jahren freuten sich Gabriel, Helen und Emma über die Bescherung auf Rädern. Ein paar Jahre später dann über 2 weitere Geschwisterchen. Und inzwischen freut sich die ganze Familie über Erfolge, ja, auf der ganzen Welt eigentlich. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Angelo Kelly and Family. Coming home to you, I'll be coming home for Christmas. If my wish comes true, I'll be coming home to you. I'm in a hotel room, hope I can leave you soon to be with you. Want this anymore, walking out that door this time. Now my flight is late, waiting at the gate. There's a storm outside, but I won't care. When I hold you tight, I'll be coming home for Christmas. I'll be coming home to you. I'll be coming home for Christmas. If my wish comes true, I'll be coming home to you. Cheers.
Stefanie. Jetzt wird's gleich voll in der guten Stube. Ja, genau. So. Schön. Passt ihr alle hin auf unser Sofa, wenn ihr euch ein bisschen eng zusammenquetscht. Also das sieht sehr voll aus, liebe Zuschauer, sind aber tatsächlich nur zwei Haushalte, muss ja in diesen Tagen mal gesagt und werden. Und einer fehlt noch, der kleine William. Es ist nämlich ein bisschen zu spät für ihn, ja. Aber an dieser Stelle wollten wir noch erwähnen, dass wir den gerade ein bisschen vermissen. Da freuen wir uns, wenn wir ihn bald mal wiedersehen. Ja. Aber erstmal schön, dass ihr alle hier so gemütlich sitzt in unserer Stube und ihr habt uns was Lustiges mitgebracht. Was ist denn das? Popcorn? Also es ist Popcorn, aber es ist eine Popcorn-Kette, die übrigens die Emma gestern ganz fleißig genäht hat. Und das war früher sehr oft bei uns auf dem Weihnachtsbaum drauf. Also wenn man, ja, also bei uns Caddies, da gab es rauf und runter, aber es gab natürlich auch Zeiten, wo wir eher weniger hatten. Und da konnte man wirklich den ganzen Baum damit beschmücken für so ein paar Cent und viel Arbeit. Aber wir waren ja viele Kinder. Ja. Und dann sieht das aus wie Schnee. Also es ist wunderbar. Ist das eine tolle Idee. Genau, also das kann ich wärmstens empfehlen. Und selbst wir machen das hin und wieder mal. Wenn das hängt, dann bleibt nicht mehr übrig. Also nach ein paar Wochen ist eigentlich alles weg. Also, irgendjemand hat sich das dran wird dann geknabbert. Also auch noch aufgefuttert. Ach, wie lustig. Jetzt habt ihr ja dieses Jahr Corona-bedingt sehr viel in Irland verbracht. Wir haben diese Zeit genützt. Wir haben bei uns auf unserem Grundstück Gewächshäuser gebaut. Wir haben versucht, unser autarkes Leben noch ein bisschen fortzuschreiten und ja, es ging das uns heißt, gut. Das heißt, es gibt jetzt Tomaten und Gurken aus dem eigenen Garten. Alles Mögliche. Wir haben Kartoffeln, die laufen den ganzen Jahr durch. Also jetzt im Gewächshaus ist gerade ein bisschen weniger, aber draußen die Kartoffelsäcke, da geht es den ganzen Jahr durch. Ich komme dann mal vorbei. Dann könnt ja, du warst ja schon mal bei uns. Ich war schon mal bei uns. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Ist schon einige Zeit her. Jetzt wird es mit dem Reisen in nächster Zeit wahrscheinlich noch nicht so klappen. Aber ihr seid auf jeden Fall jetzt mal hier bei uns. Und das freut uns natürlich total. Ja. Kira, jetzt hast du ja in diesem Jahr, in der Zeit, in der ihr alle auch zu Hause bleiben musstet, den Song Stay With Me geschrieben. Mhm. Worum geht es in diesem Lied? Wir sind ja sehr gläubige Menschen und Gott ist ein ganz großer Teil unseres Lebens und das ist so eine Art Gebet und ich wollte einfach den Menschen Trost schenken damit und uns auch, also dass es uns stärkt, uns Trost schenkt und ich hoffe, das ist gelungen. Ist dir gelungen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gelungen. Ihr habt ein Kochbuch herausgebracht und ich wollte euch jetzt fragen, ob ihr vielleicht aus diesem Buch was zubereiten könntet in unserer Küche. Habt ihr Lust dazu? Ja, gerne. Ja? Wer würde denn in die Küche mitkommen? Gehst du mit? Ich gehe mit, ja. Ja? Okay, also Kira und Helen gehen in die Küche, der Rest der Familie geht ins Wohnzimmer der Stars und ihr dürft gerne noch ein bisschen Baum schmücken. Dürfen wir das da ranhängen? Ja, natürlich, okay. Auf jeden Fall. Und da steht schon stehen jede Menge Zutaten schon vorbereitet. Was gibt's denn, Kira? Erzähl mal. Ein Spekulatius-Tiramisu, das ist von meiner Freundin aus Leipzig, hat sie mir mitgegeben, das Rezept. Genau, das klingt fantastisch. Schon, gefrorene Himbeeren sehe ich, Mascarpone und Sahne und ja, ich hoffe, das wird was. Das heißt, also statt den Löffel Biskuit, die ja normalerweise reinkommen, kommt einfach Spekulatius rein. Das wird so zerbröselt eigentlich oben drauf. Okay. Das versuche ich nochmal. Ja, hier. Das wird dann so zerbröselt. In der Tüte zerstampft. Und dann zerstampft. Genau. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Und ich freue mich jetzt.